zurück. Nein. Dieses Auto liebt mich. Kaufst du ein Auto, Motorschaden. Du kriegst neue Querlenker. Nein, Schrauben brechen dann ab. Bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht wieder um meinen TSI. Unseren Golf 6, der muss wieder auf die Bühne. Nee, ich weiß, ihr sagt natürlich wieder Motorschaden. Keine Probleme mit dem Motor. Jetzt sind wir endlich angekommen, nach 2 Monaten, dass wir die Verschleißteile machen. Diesen Golf 6 haben wir ja Probe gefahren und haben natürlich gemerkt, dass er Poltergeräusche macht. Das Auto ist 12, 13 Jahre alt, hat noch die ersten Gelenke, ne, haben wir auch gesehen. Die Bremswirkung war für mich nicht ausreichend. Deswegen werden wir die Bremsen auch tauschen. Ich habe ja geguckt, Bremsen sehen eigentlich nicht schlecht aus, aber ich weiß nicht, was für eine Marke da eingebaut wurde. Deswegen werden wir das einfach neu machen. Fangen wir hinten an. Hinten die Querlenker mit den Exzenterschrauben. Ganz wichtig. Dazu werden wir aber später noch ein bisschen mehr was dazu sagen, warum die so wichtig sind. Und das ist ja auch für die Spureinstellung gedacht. Beide Seiten, Querlenker, links und rechts. Scheibenklötze vorne, Scheibenklötze hinten. Beide Stabis vorne, beide Stabis hinten. Und zuletzt komplette Spurstange vorne, links und rechts. So sieht das Ganze aus, wenn ihr das hier bei Febi bestellt. Die Schutzmanschette ist auch schon dabei, Axialgelenk und unseren Spurstangenkopf. Und dann sollte die Poltergeräusche von dem VW weg sein. Hier bei diesen hinteren Querlenkern, dieser Lager geht sehr, sehr oft kaputt. Diese kleinen Stabis, die gehen auch so oft kaputt, die merkt man auch nicht sofort. Sind ja diese Lagereimer, die sehr, sehr oft kaputt gehen und das merkt man auch nicht, die werden rissig. Ich glaube nicht, wie oft dieses Gelenk kaputt ist. Das kriegt unser Golf, damit der unten genauso fit ist, wie er motortechnisch ist. Das ist ja mein Golf, wir wollen ja ein bisschen Kilometer darauf machen. Und ich mag einfach keine Poltergeräusche, ich hasse das. Wir fangen direkt an. Müsste eigentlich schnell gehen. Weißt ja, der geht immer schwer ab, Traggelenk vorne. Aber das Ding ist so geil, der macht die Arbeit für dich. Also diese Traggelenke, die können dich echt beschäftigen. Oh, das Ding ist ab. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den hier lockern können. Boah, weil die sind auch sehr, sehr fest immer. Boah. Na, da müssen wir aufpassen. Boah. Boah, da wieder zurück. Eieiei. Darf jetzt nicht abbrechen, ey. Dann haben wir einen Salat. So, richtig. Super, den kriegen wir ab. Kriegen wir den ab. Super, den kriegen wir auch ab. Die ist nicht gut, die ein bisschen einsprühen, weil was wir jetzt nicht gebrauchen können, sind abgerissene Schrauben. Die können wir nicht gebrauchen. Zurück. Nein. Nein. Genau das meinte ich. Ich habe doch nicht mal Kraft aufgewendet. Oh nein. Shit. Das ist der Zwischenteil, ne? Das ist nicht die Achse selber. Man kann das Zwischenteil kaufen. Da muss man die Achse runterhängen lassen und das ist so ein Zwischenteil, der nur für den Querlenker gedacht ist. Oh, und wo der Stabi drauf sitzt. Das ist das Problem bei VW. Eben mal einen Querlenker machen ist hier nicht. Ja, da ist ja noch ein bisschen was draußen. Und die Seite ist abgebrochen und ich habe das echt sehr schön gemacht. Ne? Also rein, raus, so wie es gehört. Keine Chance. Wir haben gesagt, okay, Motor, alles fertig gemacht, motortechnisch super.
Dann haben wir gesagt, wir bauen jetzt schön die ganzen Gelenke ein. Nein. Der will uns einfach bis zur letzten Sekunde wieder, dass wir leiden. Ich verstehe das nicht. Ich habe so oft Golf 6 Querlenker getauscht. Ich hatte noch nie Probleme gehabt. Das ist das erste Mal. Also ist dieses Auto irgendwie verflucht, habe ich das Gefühl. Ehrlich. Mir fehlen die Worte. Einfach abgebrochen, warum auch immer. Arschloch-Mentalität, den er hat hier, ne? Hier, darf nicht abbrechen. Welcher noch? Der hier. Wobei, ja, es kann bei denen auch sein, dass sie abbrechen, ehrlich. Wahnsinn. Wir versuchen das mit Induktion schön warm zu machen, lieber. Mhm. Und dann versuchen wir das Ding da rauszukriegen irgendwie. Na, vielleicht haben wir Glück, dass wir beide Schrauben da rausholen. Und hier ist ja nichts beschädigt zum Glück, dass wir das Ding hier wieder benutzen können. Weil ich habe da echt Angst, die Schraube hier zu lösen. Weil die löst man eigentlich gar nicht. Ne? Also ich hätte es noch nie gehabt. Also der will ganz einfach bis zur letzten Schraube ärgern. Dann Injektion, erhitzen wir die Schraube. So, dass wir das Restliche nicht erhitzen. Bis zu 150 Grad könnt ihr das Ganze erhitzen. Sonst nicht. Hier, wenn wir das Gleiche machen, eine Schraube drauf, erhitzen. Abel, hast du schon mal sowas gehabt? Ja. Aber ich habe immer neue Achse geholt. Ja, was kosten die? Bestimmt 300-400 Euro? Nein. Schrottplatz. Ja, komplett. Ja. Wir gucken erstmal, ob wir den so abkriegen. Ach, du machst das schon los. Ja, mal schauen, Abel. So, jetzt mal schauen. Komm. Ja, Mann. Ey, der hat verloren. Ne, hier wird er wieder fest. Wieder zurück. Ne, zurück machen wir auch nicht. Ach, guck mal, hier ist gar nicht heiß, ey. Sehr schön. So, Leute, ich habe das Ganze ausgebaut. Da geht gar nichts mehr. Wir brauchen die neu. Ich habe bei VW schon angerufen gehabt. 200 Euro pro Seite plus Steuer. Haben die auch nicht da. Kriegen die erst nach Weihnachten. Können die sogar nicht versprechen. Kann sogar ein Neujahr sein. Ich habe jetzt bei Beitum mit angerufen. Ich hoffe, man hat mich richtig verstanden. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das da finden. Also fahren wir jetzt einmal zum Schrottplatz und gucken, dass wir links und rechts finden. Ne? Beide Seiten eine Schraube abgebrochen. Es ist unglaublich. Dieses Auto liebt mich. Kaufst du ein Auto? Motorschaden. Wollen wir dem was Gutes tun und sagen, ey, komm, du kriegst neue Querlenker? Nein. Schrauben brechen danach. Es gibt immer was Schlimmeres. Ist egal. Das Auto soll uns ärgern. Nichts anderes. Ich hoffe mal, das sind die einzigen Probleme, die wir jetzt hier noch haben. Weil ich habe echt keinen Bock mehr. Wir sind bei Beitum angekommen. Der Kollege hat uns beide rausgesucht. Hammer geil. Jetzt brauchen wir nur noch die Schrauben, die natürlich abgebrochen sind. Und der liebe Kollege hier baut mir die sofort aus. Ich hoffe aber, die brechen nicht ab. So, das ist die eine Schraube. Dank dir. Ja, hast echt unser Tag gerettet. Jetzt können wir weitermachen. Dankeschön. Jo, hat doch geklappt. Zurück in der Werkstatt. Jetzt bauen wir aber erstmal schon mal die Spurstangen ab, weil wir jetzt sehr gut drankommen. Einfach lösen. Ja, das Problem ist jetzt, die Achse ist jetzt locker. Da haben wir jetzt ein bisschen weniger Widerstand. Kriegst du den so ab? Ja. So, das Ding hier ist wieso? Es ist, den hätte man noch fahren können. Das war's. Geht schnell, ne? Ja. Erstmal, zack. Zweimal drauf. Damit du auch irgendwann nach 2-3 Jahren auch noch trotzdem noch eine gute Spureinstellung machen kannst. Sehr wichtig. Spart nicht dran, macht da Fett drauf. Das hier hin. Das war's. Wenn wir den jetzt erstmal so einstellen, dann gucken. Boah, du siehst, das
Das Ding muss noch reichlich nach hinten. So ist perfekt. So will ich es erstmal lassen. Das ist ja auch Wahnsinn. Mit dem Werkzeug kannst du auch deine richtigen Drehmomentangaben auch festziehen. Ne? Das ist auch wichtig. Okay. So, zack. Und dann. Als wird das nicht so einfach sein. So. Dann passt das auch hier. Super. Auch Spannung anziehen, das Ganze. Den haben wir fest, den haben wir fest. Jetzt die zwei 16er festmachen. Zum Glück haben wir die Teile gefunden, ehrlich, ey Leute. Kurz vor Weihnachten. Katastrophe, sag ich dir. Buchsen hier? Ja. Die sind auch fest, die kriegst du auch nicht ab. Mit der Buchse ist es eins geworden. Ja. Was müssen wir jetzt machen? Hier schön wegflexen. Hier wegflexen. Also beide Seiten müssen weggeflext werden, damit die Schrauben hier rauskommen. Und deswegen habe ich die auch neu gekauft. Hier, das sind die neuen Schrauben. Und die passen dann hier rein. Guck mal, die gehen schon sehr schwer rein. Ja. Das ist Wahnsinn. Du hast hier so einen schönen Schlitz. Musst du auch haben, wegen der Einstellung. Und dann kommt hier Wasser rein. Und dann rostet das Ganze schön. Und ihr kriegt das nicht mehr ab. Überhaupt nicht probieren, ob ihr das abkriegt, direkt wegflexen. Also kann ich euch nur einen Tipp geben. Einer der meisten Teile, die der TÜV-Prüfer bemängelt bei so einem Auto. Guck mal, das Ding ist immer noch da am Kleben, ne? Das Ding. Mann, 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 Mann. Bisschen sauber machen unter Bodenschutz. In der Regel hinten geht es echt schnell. Nicht so festmachen, also der muss genau dazwischen sein, damit man den auch einstellen kann. Weil das ist ja für die Einstellung gedacht. Hinten genauso. Warum lässt er? Die Tüte war ja offen. Licht muss aufhalten, siehst du das? Ja. Weil der muss genau hier und da sitzen, damit man den einstellen kann. Und da drüben genauso. So, dass sich beide nicht mehr bewegen können. Ja? Das ist wichtig. Und so bauen wir den erstmal ein. Und dann seht ihr, wieso, wenn wir Spureinstellung machen, stellen wir das hinten sowieso nochmal ein. Nicht zu fest, das war schon zu fest. Weniger. So, das ist gut. Bremsreiniger von TEPCO ist der Burner. Wahnsinn. Guckt ihr das an, wie das jetzt aussieht? Das sind unsere Führungsbolzen. Mal ganz kurz noch. Wie neu. Wahnsinn. Auch Bremsreiniger ist geil. Ja, ja. Ich habe den Kaffee gebracht, ne? Nur zur Info. Ach. Ich bin multitasking-fähig, Aldo. Ich kann Kaffee trinken und schrauben. Kein Problem. Ich habe meinen Bruder besucht damals, Selmabe, in der Werkstatt. Und der war beim Golf 1, also der Golf 2, war ja am Bremsen machen. Okay. Und dann hat mein Bruder zu mir gesagt, Jonas, komm, ich zeig dir, wie man Bremsen wechselt bei einem Golf 2. Da habe ich so, okay. Hat er mir die eine Seite gezeigt und die andere Seite habe ich das selber gemacht. Echt? Ja. Hat es geklappt? Ja, natürlich. Warst du schon so ein Naturtalent bestimmt? Mir musst du einmal zeigen und beim zweiten Mal mache ich das selber. Einfach gezeigt und seitdem
Dann hast du auch gedacht, Schrauben ist ja voll mein Ding. Mein Vaters Auto, ich musste den immer Wochenende sauber machen. So. Da war ein Radio drin, das ging nicht, weil ich wollte unbedingt im Auto Musik hören. Klar. Da habe ich gesagt, mein Bruder, so, warum funktioniert das nicht? Muss angeschlossen werden. Ist so, alles klar, ausgebaut. Und dann habe ich mein Radio, dann habe ich das Radio selber angeschlossen. Nicht jetzt? Ja. Sennemabe, richtig guter Mechaniker. Jetzt würde er aber gar nicht machen wollen. Ich glaube, kann mir bei ihm das nicht vorstellen. Also klar, er weiß alles klar, aber also mein Bruder wird jetzt nichts mehr machen, aber er war früher ein sehr guter Mechaniker. Auch fehlerdiagnosemäßig. Sehr gut, ne? Jetzt nicht wie Ahmed haben. Ja. Hier siehst du, ne? Die Bremsen waren eigentlich sehr, sehr gut, aber du hast hier Risse die ganze Zeit. So feine Risse. Also die Qualität war nicht gut. Deswegen sage ich ja auch immer, Bremsen nicht sparen. Ne? Du siehst das hier auch. Ja, ist okay. Trotzdem. Komm, neu ran. Machen wir schnell hinten. Ich bin auch ein bisschen fertig mit den Nerven, aber ich bin fertig. Querlenker sind neu. Stabis bauen wir noch ein. Scheibenklötze vorne, hinten sind neu. Hintere Querlenker sind neu. Hintere Stabis sind neu. Federn haben wir nicht eingebaut. Warum? Ich hatte ja was bestellt gehabt. Ist heute gekommen. Das ist das Geile. Das wird ihr im nächsten Video sehen. Und beim nächsten Mal wird ihr sehen, was wir für 300 Euro an Tuning machen. Eidosch, du siehst das Auto, wenn er fertig ist jetzt. Okay. Also wir werden uns quasi sehen, wenn wir das Auto polieren. So, Spureinstellung muss natürlich gemacht werden. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne liken. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Kraft, bis dann, mal rein. Ciao.